zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Innovation to Go Web Talk mit dem Thema Partikelcharakterisierung mittels dynamischer Lichtstreuung. Hierzu haben wir heute zu Gast Herrn Dr. Daniel Hagmeier. Herr Hagmeier hat 2011 seine Promotion in anorganische Chemie an der Universität Duisburg-Essen gemacht, ist noch im selben Jahr als Projektmanager für kolloidale Messsysteme, da ist auch schon die dynamische Lichtstreuung, aber auch NTA und das Zeta-Potenzial wichtig gewesen, bei der MicroTrack eingestiegen, 2017 bis 2019, einen kurzen Exkurs zur Bell Europe GmbH, da hat er sich um Gasadsorptionsanlagen gekümmert, um dann 2019 bis jetzt als Produktmanager für Applikationen für die dynamische Lichtstreuung und Laserbeugung bei MicroTrack und MRB wieder anzuheuern. Insofern muss ich sagen, ist er die perfekte Person, die wir finden konnten für die Partikelcharakterisierung mittels DLS. Und die MicroTrack ist eigentlich, sie beschreiben sich selber als Innovationsführer in der Partikelcharakterisierung. Das Faszinierende ist, ich würde sagen, heute sprechen wir vor allen Dingen über Nanopartikel, aber letztendlich die Partikelgrößen hat der Herr Dr. Hagmeier mir erklärt, das geht hin bis zu einigen Zentimetern Schüttgut. Das heißt also eine extrem große Bandbreite. Nicht nur diese Technologie, sondern gleich das ganze Unternehmen. Damit übergebe ich den Screen, Herr Hagmeier, an Sie. Und freue mich auf den Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, die würden wir gerne am Ende klären. Das bedeutet also, schreiben Sie sie gerne in den Chat oder wir können auch nachher, können Sie gerne Ihr Mikrofon aktivieren, nachdem Sie Ihre Hand gehoben haben und wir Sie dann aufrufen. Vielen Dank und Herr Hagmeier, nun zu Ihnen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Köster, für die freundliche Einleitung und für die Möglichkeit, dass ich hier unser Unternehmen und auch die Partikelcharakterisierung vorstellen darf. Und anfangen möchte ich mal einmal kurz so mit dem Zusammenhang, wer wir sind, weil da hatte sich in den letzten Jahren auch einiges geändert. MicroTrack war vorher ein eigenständiges Unternehmen, was zur Nikiso-Gruppe gehörte, ist jetzt seit 2019 Part der Werder Scientific-Gruppe, wo der Hauptsitz in Hahn ist, also ganz nah bei Düsseldorf auch, ist wiederum auch ein Teil der gesamten Werder-Gruppe, was ein familiengeführtes Unternehmen ist. Der Firmeninhaber ist Andries Werder. Und wir sind halt ein Teil der Werder Scientific Division. Und dazu gehören dann auch noch Unternehmen wie die Carbolight Gero, die sich hauptsächlich mit Öfen beschäftigen, Hochtemperaturöfen. Wir haben die Firma Eltra mit bei uns im Boot. Die machen viel Elementaranalytik, CANOS-Analytik. Dann QRTM, die so Metallographie und Härtetests machen, Materialbearbeitung, also so aufpolieren und sowas für solche Messungen. Dann, ich glaube, der bekannteste von allen in dem Verbund, die Firma Retsch für Mühlen- und Siebherstellung. Alles, was mit sehr kleineren Probenvorbereitungen und sowas zu tun hat, kommt von der Firma Retsch. Und dann, last but not least, wir als MicroTrack MRB. Warum MRB? Das setzt sich halt zusammen aus den drei Einzelfirmen, die da zusammengeführt wurden. Und da haben wir einmal dann halt die eigentliche MicroTrack mit Sitz in USA, Montgomeryville, die halt sich hauptsächlich um die laserbasierten Systeme kümmert. Dann haben wir die vormals Retsch Technology, jetzt MicroTrack Retsch GmbH mit Sitz auch in Hahn, wo ich auch lokalisiert bin und wo auch das ganze Management sitzt. Ja, ist der Hauptschwerpunkt auf der dynamischen Bildanalyse und statischen Bildanalyse. Und dann in Japan, in Osaka, wo der Hauptschwerpunkt da auf der Gasadsorption liegt. Alles, was so BT-Oberfläche, Poren, Größenverteilung. Und das jetzt nicht nur mit Gas, sondern seit neuestem auch über Quecksilberporosimetrie. Das sitzt alles hauptsächlich in Japan. Die Quecksilberporosimetrie ist wiederum noch in Hahn mit angegliedert. Das ist mal so der grobe Überblick, was wir quasi schon alles bieten generell. Dann nochmal ein etwas detaillierterer Blick darauf, was wir so im Bereich der Partikelcharakterisierung bieten können. Und da fangen wir an bei den, ich sage immer liebevoll, mit den Steinen und ganz groben Partikeln, mit unserer Chemsizer-Produktfamilie, weil da gehen wir rauf bis 135 Millimeter, was schon wirklich richtige Brocken sind, wenn man aus dem Nanobereich kommt oder Mikrobereich. Das ist halt mit den Chemisizern alles über dynamische dynamische Bildanalyse gemacht. Dann haben wir unsere statische Bildanalyse mit dem Chemsizer M1, was auch halt mit einem Mikroskop verbunden ist hier. Und da wird halt statisch die Partikel in Form und so welche Sachen charakterisiert. Dann haben wir hier unsere statische Lichtstreuung
auch in einem recht großen Bereich von 10 Nanometern bis 4 Millimeter. Und was hier halt einzigartig ist bei diesem Gerät, ich habe hinterher auch noch eine Folie, wo man das einmal so ein bisschen zeigt, zusätzlich, da ist dann kombiniert die Laserbeugung mit der dynamischen Bildanalyse in einer Zelle, in einem Messsystem. Das ist halt einzigartig von MicroTrack und auch patentiert, sodass man so zwei Sachen da übereinander legt, zwei verschiedene Messmethoden ineinander kombiniert und verschmelzt hat. Und dann kommen wir jetzt zu den ganz kleinen Partikeln. Das ist auch das Thema des heutigen Vortrags über die dynamische Lichtstreuung und hier halt in dem kleinsten Bereich 0,3 Nanometer bis ungefähr 10 Mikrometer rauf. Hier mal so ein kurzer Überblick, wo ich gerne heute drüber sprechen möchte. Einmal so ein bisschen, was ist dynamische Lichtstreuung? Was ist dafür notwendig? Wie ist das Setup? Wie analysiert man diese Daten? Dann, was ist Zeta-Potenzial? Danach würde ich einmal kurz unsere Messsysteme, die wir haben, vorstellen, um dann hinterher so ein paar Applikationsbeispiele zu zeigen. Und am Ende nochmal eine kurze kleine Zusammenfassung. Für die dynamische Lichtstreuung ist es wichtig, dass wir halt in einem dispersen System arbeiten. Es gibt halt viele verschiedene disperse Systeme. Ein tolles Beispiel im Moment, immer noch heiß gegessen, Aerosole, ist auch ein disperses System. Das sind halt kleine Tröpfchen oder Partikel verteilt in Luft. Aber da können wir natürlich nicht messen, weil wir messen die Brownsche Molekularbewegung. Genauso gut können wir Fest-Fest-Emulsionen nicht messen und solche Sachen. Aber wir können überall da messen, wo halt die kontinuierliche Phase oder das Dispersionsmedium eine Flüssigkeit ist. Und da sind halt die Emulsionen und Suspensionen das bekannteste. So ein bisschen als Spezialgebiet sind dann solche gesamte Nanobubbles. Das war mal in den früheren Zeichnen ein recht heiß gegessenes Thema. Da wurden halt Mikrobläschen oder Nanobläschen versucht, in Wasser zu erzeugen, die dann für zum Reinigen von Oberflächen genutzt werden sollten und solchen. Aber da konnte man halt auch die Partikelgröße dieser Nanobläschen dann wieder messen. Was messen wir denn genau mit der dynamischen Lichtströmung? Das ist halt die sogenannte Brownsche Molekularbewegung, die man hier schön in dem Video sieht. Ich hoffe, das Video bewegt sich jetzt auch bei der Übertragung. Und das messen wir halt. Und da sagt man halt, kleine Partikel bewegen sich wesentlich schneller wie große Partikel. Und das kann man dann hinterher halt messen über das gestreute Licht, was ich zurückbekomme, und kann das dann klassischerweise über Stokes-Einstein auswerten. Und was messen wir? Wir messen den sogenannten Diffusionskoeffizienten der Partikel in der Flüssigkeit. Die Boltzmann-Konstante ist gegeben. Wir messen die Temperatur mit, weil die ist halt wichtig für die Viskosität des Lösungsmittels oder der kontinuierlichen Phase, die man eingeben muss. Weil wenn ich natürlich meine Partikel in Wasser bewege, bewegen sie sich schneller, als wenn ich sie in Olivenöl bewegen würde. Deswegen spielt die Viskosität eine große Rolle bei der Messung. Außerdem wird es hinterher tricky mit der Viskosität, wenn wir über höher gefüllte Systeme sprechen, wo quasi ja schon anfängt, Partikel-Partikel-Wechselwirkungen zu bekommen oder auch, wenn es halt durch andere Sachen etwas viskoser wird, dass man dann halt nicht mehr die Viskosität der reinen kontinuierlichen Phase nimmt, sondern eventuell auch dann schon von der gesamten Dispersion. Genau. Pi ist gegeben und am Ende wollen wir natürlich den hydrodynamischen Radius der Partikel messen. Wie wird sowas generell gemacht? Generell brauche ich dazu natürlich einen Laser. Ich brauche dazu je nach System eine mehr oder weniger große Optik dahinter, die quasi das Laserlicht in eine Messzelle, Küvette oder wie auch immer fokussiert. Und dann gibt es die Möglichkeit, in verschiedensten Winkeln zu messen. Die klassischsten Wege sind in 90 Grad Seitwärtsstreuung, 173 Grad Rückwärtsstreuung oder jetzt neu hinzugekommen sind noch 10 Grad Vorwärtsstreuung. All dies machen wir mit unseren Geräten nicht, da wir dieses alles zusammen vereinen bei uns in einer 180 Grad rückwärtigen Streuung. Komme ich gleich noch zu, wie sich das im Endeffekt genau aussieht und wie das Gerät aufgebaut ist. Aber das sind so die verschiedensten Sachen. Das macht man halt mit diesen verschiedenen Winkeln, um eventuell verschiedene Konzentrationen abzudecken oder verschiedene Partikelgrößen besser zu detektieren. Im Endeffekt habe ich dann auf meinem Detektor die Intensität über die Zeit. Wenn man sich das Ganze mal hier etwas genauer anguckt, sieht man halt hier so ein Fluktuationsmuster, was man halt dann auswertet. Und wir haben halt Streulicht sowieso immer in alle Richtungen bei diesen kleinen Partikeln. Generell kann man die
den Aufbau der Geräte in zwei Klassen unterteilen. Einmal in die sogenannten Homodynensysteme, was der Großteil der DLS-Geräte im Markt ausmacht. Da habe ich halt meinen Laser. Der ist fokussiert in eine Probenzelle, Küvette, wie auch immer. Und ich habe an meinem Detektor das gestreute Licht. Das ist so der klassische Aufbau und wird meistens für die Photonkolorationsspektroskopie, was ein Teil der DLS oder die Auswertemethodik, die dahinter steht, nutzt. Was dabei ist, in dieser Auswerte oder Mathematik hier, ist wichtig, dass hier das Streulicht quasi zum Quadrat eingeht. Und wir sprechen ja immer über ein Streulichtvolumen. Also habe ich hinterher, geht das gesamte der Partikeldurchmesser in der sechsten Potenz in die Berechnung ein. Das heißt aber auch, wenn ich ein großes Partikel habe, brauche ich Minimum sechs kleine, um auf die gleiche Streulichtintensität zu kommen, um das zu sehen. Unser System, was wir haben, ist ein sogenanntes heterodynes Setup. Wir nennen es auch Laser Amplified Scattering Reference Method. Und was wir hier haben, wir haben einmal das gestreute Licht auf dem Detektor, was aber gleichzeitig über eine Reflektorebene mit dem Originallaserlicht gemischt wird, das als Referenzlicht am Detektor anliegt. Das heißt, ich habe parallel und mische quasi Referenzlicht und gestreutes Licht zusammen. Und dann geht in die Berechnung nur noch das gestreute Licht multipliziert mit dem Referenzlicht ein, sodass dann der Endeffekt in der Berechnung der Durchmesser der Partikel nur noch in der dritten Potenz eingeht, sodass ich dann wesentlich besser und einfacher auch große Partikel neben kleinen sehen kann, was halt immer so ein Schwachpunkt bei der DLS ist. Wenn ich irgendwie so ein paar große Sachen drin habe, sehe ich die ganzen kleinen nicht mehr. Das ist hier in dem Fall wesentlich angenehmer und besser. Das heißt, ich brauche da auch nicht mehr diese ganzen Annahmen und Algorithmen machen, wenn ich eventuell multimodale Proben habe oder sowas. Sowas kann man halt in der Form besser auswerten. Daraufhin bekomme ich auch, dadurch, dass ich diese beiden Sachen zusammenmische, ein bis zweimal bis sechsmal höheres Streulicht oder höhere Streulichtintensität am Detektor. Das erlaubt uns einmal auch dann, dadurch, dass wir nicht mehr diese Photonkolorationsspektroskopie machen können, sondern dass wir eine relativ einfache mathematische Operation, eine Fast-Fourier-Transformation machen können, um halt dann weiter auszuprobieren. Ich zeichne gleich auch nochmal in weiteren Folien, wie das Ganze aussieht. Aber das Wichtigste hiervon ist halt, dass wir nur noch den dritten Durchmesser, also den Durchmesser in der dritten Potenz haben, anstatt in der sechsten. Und natürlich dadurch auch ein wesentlich besseres Signal zu Rauschverhältnis bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt das verstärken würde, würde ich ja das Rauschen mit dem Signal verstärken und wir brauchen das gar nicht. Dadurch haben wir auch insgesamt einen wesentlich einfacheren optischen Aufbau. Und da kommen wir nämlich jetzt zu. Unser optischer Aufbau sieht quasi so aus hier in der Animation. Sie sehen hier diese Sonde. Das ist quasi unsere DLS-Sonde und unsere komplette optische Bank. Wenn man da mal reinguckt, wie wir es jetzt hier machen, dann haben wir hier eine Grinnlinse und hier unten ein Saphirglas. Jetzt kommt unser Laserlicht an, wird durch die Grinnlinse gebündelt, fokussiert sich in die Probe, aber gleichzeitig wird auch ein Teil des Laserlichts hier am Saphirglas gestreut oder reflektiert und geht als Referenzstrahl zurück und mischt sich dann hier natürlich mit dem gestreuten Licht der Partikel, welches dann den Weg hier durch Saphirglas wieder auch zurück macht zum Detektor. Das Ganze ist eine optische Faser, das haben wir nur jetzt zum besseren Darstellen so parallel gezeigt, geht hier über einen Beamsplitter und geht dann so auf dem Weg zum Detektor. Und dadurch haben wir halt diese optische Verstärkung und diese ganzen Möglichkeiten. Und das ist halt quasi unser gesamtes optisches Setup, was wir haben. Das heißt, wir brauchen keine Autokorrelatoren noch dazwischen und solche Sachen oder irgendwelche Spiegel, die dann auf verschiedene Winkel einstellen und fokussieren, sondern das ist, wie gesagt, was man hier sieht, unser gesamtes optisches Setup. Und das ist halt auch wie hier gezeigt in einer so einer Sonde. Das Blaue, was man hier oben auf dieser Sonde sieht, das ist kein Teil der Sonde, sondern das ist ein Tropfen Probe, den wir mal da drauf gegeben haben. Und das reicht uns prinzipiell aus, um da drin schon dynamische Lichtstreuung zu messen. Und was ich schon sagte, wir haben halt eine 180-Grad-Rückstreuung. Und das hat halt den ganz großen Vorteil in Kombination mit der Fokustiefe in der Probe von nur 50 Mikrometern, dass wir einen sehr hohen Konzentrationsbereich abdecken können, da
in dieser kurzen Distanz und durch die 180 Grad Rückstreuung es nahezu ausgeschlossen ist, Mehrfachstreuung zu bekommen. Bei sehr hohen Konzentrationen kann man es nicht ganz vermeiden, aber es ist wesentlich einfacher und man kann wesentlich höher konzentriert messen wie mit den klassischen Aufbauten. Und weil es, wie gesagt, nahezu ausgeschlossen ist, in dem Bereich Mehrfachstreuung zu bekommen. Man sieht es auch hier sehr schön anhand der Partikel, das war ein Silika, was wir hier gemessen haben, dass man hier einen sehr hohen Konzentrationsbereich sehr gut abdecken kann. Wie kommen wir jetzt nun von dem gestreuten Licht am Detektor zu unseren Partikeln? Dazu machen wir das relativ einfach. Wir haben, wie wir hier sehen, die Intensität über die Zeit. Das wird in einer Fast-Fourier-Transformation umgeswitcht in ein lineares Frequency-Power-Spektrum. Dann habe ich hier unsere Amplitude gegen die Frequenzen. Und jetzt ist man hier, also sieht man einmal in der gelben Kurve als Beispiel so ein lineares Power-Spektrum für ein 15-Nanometer-Partikel. Man sieht hier ein lineares Power-Spektrum für ein 60-Nanometer-Partikel und für einen 300-Nanometer-Partikel. Da sieht man, man hat große Abstände zwischen diesen verschiedenen Größenklassen, sodass ich die auch relativ einfach analysieren kann und dadurch auch wesentlich besser Bimodalitäten, Trimodalitäten oder Multimodalitäten in der dynamischen Lichtstreuung darstellen kann. Als nächstes, um das noch weiter und zwar zu vereinfachen und zu noch besseren Auswertungen, wird dann dieses lineare Frequenz-Power-Spektrum in ein logarithmisches Frequency-Power-Spektrum umgewandelt. Dann habe ich halt hier unsere Amplitude gegen die logarithmischen Frequenzkanäle. Und je kleiner, höher die Kanäle kommen, da haben wir halt die Frequenzen von den kleinen Partikeln und in den niedrigen Kanälen haben wir die großen Partikel. So ein Power-Spektrum sieht im Endeffekt dann so aus. Das ist jetzt zum Beispiel mal eine Mixtur von einem 140-Nanometer-Partikel und 10-Nanometer-Partikeln. Und das ist quasi das Rohsignal, was wir bekommen, was wir analysieren. Und daraus kann man halt, weil wir ungefähr wissen, bei welchen Frequenzkanälen in Abhängigkeit der Viskosität, wo welche Partikelgrößen kommen, kann man daraus schon sofort eine Partikelgrößenverteilung annehmen. Daraus berechnen wir dann eine richtige Partikelgrößenverteilung, berechnen den Fehler, der dabei entstanden ist. Und das wird dann halt nochmal wieder korrigiert, bis der Fehler minimiert ist. Das heißt, es ist so eine Art iterativer Schritt. Dadurch wiederholen wir Punkt 1 bis 4 immer wieder, bis wir halt den Fehler minimiert haben. Das läuft alles automatisch im Hintergrund ab. Als Benutzer hat man da gar keinen Einfluss drauf, sondern das läuft direkt alles so weit ab. Und am Ende sehe ich dann halt hier meine Partikelgrößenverteilung. Hier halt 10 Nanometer und die 140 Nanometer. Und habe mein Ergebnis, was ich jetzt hier als intensitätsgewichtetes Ergebnis zeige. Wir können es allerdings auch ins Volumen oder auch in Anzahlverteilungen darstellen. Ein weiterer Vorteil von diesem Power-Spektrum ist, das brauchen wir jetzt gleich bei der Zeta-Potentialmessung, ist, dass ich, wenn ich alle Frequenzkanäle, die Amplitude aller Frequenzkanäle aufsummiere, bekomme ich unseren sogenannten Loading-Index, was auch wieder direkt ein Maß für die Partikelkonzentration darstellt. Und das brauchen wir gleich für die Zeta-Potentialberechnung. Und da kommen wir auch schon zu dem zweiten Teil, was meistens mit DLS in Verbindung gebracht wird. Das ist Zeta-Potential. Hier nochmal so eine kurze Auffrischung. Was ist Zeta-Potential? Zeta-Potential ist halt quasi die Oberflächenladung von Partikeln. Und wir sprechen hier von dieser Scherschicht, die erzeugt wird, wenn ich die Partikel im elektrischen Feld bewege oder wenn sie sich in einer Flüssigkeit bewegen, kommt es halt hier zu so einem Potentialabfall. Und da messen wir halt das Zeta-Potential. Es ist halt eine indirekte Messung und keine direkte Messung. Warum ist das Zeta-Potential so wichtig? Das hat was mit der Stabilität von solchen Dispersionen-Emulsionen zu tun. Das sind meistens halt metastabile Phasen, die halt gerne agglomerieren wollen und dann halt die Bulkphase bilden wollen. Und dazu muss man das stabilisieren. Und dazu gibt es halt generell drei Methoden. Das ist einmal die elektrostatische Stabilisierung. Die wird meistens dadurch gemacht, dass ich den pH-Wert verändere, je nachdem, wo ich hin möchte. Dann gibt es halt die sterische Stabilisation. Da nehme ich lange Polymerketten, die ich auf die Oberfläche der Partikel aufbringe, um das zu schützen. Und das meistgenutzte zum Stabilisieren wird sehr wahrscheinlich die elektrosterische Stabilisation sein. Da habe ich dann verschiedene lange Polymerketten mit geladenen Kopfgruppen, was Aminosäuregruppen sein können, Sulfatgruppen und so weiter, um halt einfach dementsprechend die Ladung mit einzubringen. Und je nach Anwendung auch dann wählen kann. Genau, und das Ganze ist halt quasi resultierend aus der sogenannten DLVO-Theorie.
Das heißt, je dichter die Partikel zusammenkommen, desto größer ist die Anziehungskraft und wir wollen halt diese Abstoßungskraft nutzen, dass wir quasi in diesem Bereich hier bleiben. Wie messen wir Zeta-Potential? Wir messen es auch in einem elektrischen Feld mittels Elektrophorese. Und dazu messen wir einen ersten Schritt einmal diesen Loading-Index, wo ich gerade von gesprochen habe, vor dem Einschalten des elektrischen Felds. Und danach legen wir ein hochfrequentes Feld an und gucken, wie verändert sich der Loading-Index. Und daraus wird dann quasi die Größe des Zeta-Potentials bestimmt. Wir brauchen insgesamt dafür zwei von unseren Sonnen, die ich vorhin gezeigt habe. Eine ist halt für die Größe oder die Mobilität gedacht und die zweite ist für das Vorzeichen gedacht. Und fürs Vorzeichen legen wir halt ein DC-Feld an und gucken, wie sich dann die Partikel da drin verändern. Und je nachdem, wenn ich dann halt ein Verhältnis zwischen Vor- und Nacheinschaltung habe, welches größer 1 ist, habe ich dementsprechend Plus oder Minus im Vorzeichen. Und hier sieht man mal ein Bild von dieser Messzelle. Und so sieht halt dieses Setup dann aus. Ich habe dann zwei von den Sonnen, die quasi in diese Messzelle reinragen. Das ist dann hier gezeigt auch nochmal. Und hier sieht man auch nochmal sehr schön im Gerät selber. Das war es auch so, wo ich Sie jetzt mit der Theorie quälen möchte. Dann kommen wir mal zu unseren verschiedensten Möglichkeiten, die wir für die Geräte haben. Und da haben wir einmal unseren Nanotrack Wave 2. Das ist halt mit einer Teflonzelle oder Edelstahlzelle, die man betreiben kann, wo man die Partikel rein und die Dispersion reinfüllen kann. Haben wir verschiedene Größen und damit habe ich halt die Möglichkeit, Größe zu messen, Zeta-Potential. Wir können auch über diesen Loading-Index die Konzentration der Partikel mitbestimmen und natürlich Molekulargewicht. Hier habe ich noch halt die Möglichkeit, auch ein Peltier-Element einzubauen, um die Temperatur zu kontrollieren oder auch einzustellen und Temperaturrampen zu fahren. Beziehungsweise ich kann hier auch noch so eine sogenannte Flow-Cap installieren. Dann kann ich das Ganze auch noch mit einem Autotitrator kombinieren. Auf der rechten Seite haben wir hier unseren Wave 2Q. Das ist ein Küvettengerät, kann halt Größe, Konzentration und Molekulargewicht. Und da kann ich klassische Küvetten benutzen, wie man sie so auch von anderen DLS-Geräten oder aus der Photometrie kennt. Ich glaube, das meist flexibelste und ungewöhnlichste DLS-Gerät sehen Sie hier in der Mitte. Das ist unser Nanotrack Flex. Und was man da sieht, da ist diese Sonde nach außen geführt und ich habe hier quasi eine externe Messsonde, die ich überall da eintauchen kann, wo ich messen möchte. Entschuldigung. Wo ich messen könnte. Das heißt, ich kann nahezu jedes Gefäß in mein Messgefäß umführen oder als Küvette nutzen. Das heißt, ich brauche da nicht in der extra Küvette füllen oder sonst irgendwas füllen. Ich kann überall da eintauchen, wo ich möchte. Hier mal in der Folie so ein paar Beispiele gezeigt, wo ich es machen kann. Wie gesagt, es reicht dieser Tropfen oben drauf zu messen. Wir können zum Beispiel vom Durchmesser her auch in kleine Eppendorf-Caps 1,5 Milliliter gehen. Wir können in große Bechergläser gehen. Wir können auch in noch größere Gefäße gehen. Und was wir hier schon sehen, das sieht man hier so leicht schimmern in dem Blauen, dieses weiße Käppchen, das ist unser sogenanntes Flow-Cap. Gehe ich nachher nochmal bei den Applikationen drauf ein. Damit habe ich auch die Möglichkeit, dann in bewegten Lösungen dynamische Lichtstreuung zu messen. Hier sind nochmal gezeigt unsere verschiedensten Messzellen für das Nanotrack Wave 2. Hier die Zeta-Zelle und hier einfach nur Größenzellen, Edelstahl oder verschiedene Teflonzellen in Größen. Und hier die klassischen Küvetten halt für das Wave 2Q. Dann kommen wir auch schon zu den Applikationen. Wo kann man das Gerät einsetzen? Wir können es quasi nahezu in jedem Bereich, da wo wir Partikel in unserem Größenbereich von 0,3 Nanometern bis 10 Mikrometern haben, einsetzen und auch nutzen. Das heißt, alle klassischen Gold, also Metallnanopartikel, Lipoproteine im Pharmabereich. Wir können auch bei uns, ist es möglich, verschiedene Konzentrationen, auch schwarze Proben zu messen in hohen Konzentrationen. So Carbon-Nanotubes und solche Sachen, das funktioniert. Also es gibt einen weiten Bereich, Tinten, Pigmente. Also wir sind da in einem großen Bereich aufgestellt, was wir können. Und hier mal als ein Beispiel, das war ein Ludox, was wir genommen haben, gemessen haben. Man sieht hier halt sehr schön in der Intensitätsverteilung die 10 Nanometer, was es haben soll, plus so einen kleinen Agglomeratpeak, so um die 130, 140 Nanometer. Und was wir hier gemacht haben, wir haben auch direkt die Konzentration mitgemessen über diesen Loading-Index. Wenn man diesen Loading-Index, wie gesagt, aufsummiert, bekomme ich ja
das Power-Spektrum aufsummiert, bekomme ich quasi den Loading-Index. Und wenn ich den dann nochmal wieder in diverse Moden einteile, kann ich auch die Konzentration zu den verschiedenen Peaks zuordnen und dann auch die verschiedenen Konzentrationen der Peaks bestimmen, so wie man das hier sieht, einmal in Kubikzentimeter pro Milliliter, die Volumenkonzentration. Oder wenn ich das Ganze in die anzahlgewichtete Verteilung umrechne, dann sehe ich natürlich nur noch die 10 Nanometer, weil das halt einen geringeren Anteil ausmacht. Und dann sehe ich halt auch direkt hier die Konzentration von 2 mal 11 hoch 16 Partikel und von den anderen habe ich halt nur 4 mal 10 hoch 8 Partikel, also wesentlich weniger von den großen wie von den kleinen. Und das ist halt so ein typisches Bild für DLS. Und das ist halt auch hier der Vorteil bei dem Gerät, dass ich halt bei unserem Setup, dass ich halt diese beiden Peaks zusammen sehen kann. Wir können das Ganze auch noch weiter treiben, indem wir das Ganze dann auch hingehen bis hin zu 3 Fraktionen, 30 Nanometer, 200 Nanometer, 1 Mikrometer. Auch das kann man messen zusammen und man sieht diese 3 Peaks zusammen vorliegen, was schon ein sehr gutes Ergebnis für DLS ist. Man muss sich halt immer auch vor Augen führen, je mehr Moden ich drin habe, desto schwieriger wird es natürlich, die exakten Kopfwerte zu treffen, weil klassischerweise ist DLS früher mal entwickelt worden für exakt sphärische Partikel. Habe ich, wenn nur noch meistens bei Standardpolymeren, für exakt sphärische Partikel stark verdünnt und halt monomodal verteilt. Und hier haben wir natürlich all das nicht mehr gegeben. Und wo man zum Beispiel, was man sehr schön sehen kann, wo man direkt drin messen kann, ist, wenn man sich hier diese Tinten anguckt. Und da haben wir Partikelgrößen direkt mittels des Nanotrack Flexes in diesen Tinten gemessen. Hier einmal in der Cyan-Tinte, da sieht man halt sehr schön, dass ich hier halt auch so eine Bimodalität reinbekomme. Dann haben wir hier in der Magenta-Tinte, die sieht relativ monomodal verteilt aus, mit so einer kleinen, ja, mit so einem kleinen Tail hier nach zum Gröberen hin. Bei der gelben Tinte sieht man halt hier sehr schön, dass man hier so einen kleinen Tail zum kleineren hin hat. Und die schwarze Tinte ist wiederum bimodal verteilt. Und was halt hier vielleicht ausschlaggebend ist, dass ich hier noch so einen kleinen Anteil von Agglomeraten sehe, was dann wieder dazu Probleme führen kann, dass ich halt eventuell meine Tintendüsen verstopfe. Wenn ich jetzt an meinen Heimtintenstrahldrucker denke, ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Da kostet so eine Tinte vielleicht so eine Tintenkartusche 50, 60 Euro maximal. Aber es gibt ja mittlerweile auch Tintenstrahldrucker, die die Größe haben von solchen Offset-Maschinen, wo wirklich dann auch große Sachen gedruckt werden. Und wenn dann da so eine Düse verstopft, dann sind wir nicht mehr nur bei 50 Euro, sondern dann sind wir vielleicht bei 50.000 bis 500.000 Euro, je nachdem, was das dann kostet. Und da spielt dann Partikelgröße natürlich nochmal eine wesentlich größere Rolle. Genauso gut kann man sich die Sachen dann hier auch mal einmal gezeigt in verschiedensten Sachen darstellen lassen. Wir können so eine Überlagerung im 2D-Modus machen oder im 3D-Modus. Was halt, was ich vorhin schon erwähnt habe, sehr interessant ist, wir können dieses Gerät auch online oder Adline oder Inline nutzen mit dem Nanotrack Flex. Und dafür baut man dann auf diese Sonde hier, wie man es hier sieht, vorne vor, so eine Kappe, das ist hier gezeigt. Und dann kann ich natürlich auch im bewegten Medien messen, weil ich erzeuge mir hier in diesem Bereich trotzdem eine stillstehende Dispersion-Lösung-Probe. Und hier mal gezeigt, der Unterschied, wenn man das dann macht mit dem Flowcap, ein 200 Nanometer Partikelstandard gemessen mit dem Flowcap bei steigender Rührgeschwindigkeit und ohne in der roten Kurve. Und dann sehe ich halt, mit steigender Rührgeschwindigkeit sieht es so aus, dass meine Partikel immer kleiner werden, weil ich immer mehr die Brownsche Bewegung überlagere und dadurch das für das Gerät so aussieht, als wäre es Bewegung. Und dadurch einfach eine falsche Größe da hinausgeht. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist einmal davor und es findet kein Austausch statt, aber auch ein Austausch findet statt. Man kann es halt wiederum über diesen Loading-Index sehen, wenn man immer wieder mehr Partikelkonzentration hinzugibt, dass die dann auch da drin steigt und dass man halt auch einen Austausch da drin hat, während Reaktionen zu beobachten oder wenn man das in einem Prozess macht, in einer Leitung. Man kann das Gerät auch wie hier vom Kunden selber gemacht in einer Leitung einbauen über so eine Flow-Zelle, über einen Stop-Flow-Mechanismus. Man hat da halt verschiedenste flexible Möglichkeiten, diese Sonde extern einzusetzen. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen nochmal zu den Zeta-Potentialmessungen, die halt immer in einem Gerät stattfinden. Die können wir nicht extern oder online machen, sondern das muss halt quasi in dem Messgerät mit der Messzelle gemacht werden. Auch hier Zeta-Potentialmessungen möglich über einen großen Konzentrationsbereich, wie man es hier sieht, einen Aluminiumoxid, was auch ein verdünnungsstabiles disperses System ist. Es bricht nicht so schnell zusammen.
Und man sieht halt hier auch, dass Zeta-Potential und auch Größe über diesen Bereich recht konstant bleiben. Da wir halt nochmal als Beispiel, das lässt sich immer schön nehmen, weil es auch viele kennen, Tinten, hier mal Zeta-Potential-Messung gezeigt an 5%igen Tinten. Das waren die, die wir vorhin auch vorher schon hatten. Und was halt hier man sehr schön sieht, man sieht hier wieder die Größen nochmal so dargestellt über die verschiedensten Tinten. Hier halt die gelbe, hier die cyanfarbene, die cyanfarbene, magenta und schwarz. Aber was hier auffällt, ist, wenn man sich die Zeta-Potentialwerte von diesen Tinten anguckt, dass alle Tinten bis auf die cyanfarbene negativ geladen ist, was auch meistens so sein sollte, weil Papier hat meistens eine positiv geladene Oberfläche. Wenn ich jetzt natürlich damit eine positiv geladene Tinte draufkomme, stoßen diese elektrostatisch ab und das Bild verschwimmt beim Drucken. Ich kriege kein klares Druckbild mehr hin oder kein scharfes. Habe ich jetzt eine negativ geladene Tinte, wird das sofort darauf fixiert und es hält sich elektrostatisch und ich kriege ein wesentlich schärferes Druckbild hin. Deswegen spielt das dann, wenn ich über wässrige Tinten spreche, da auch nochmal eine recht große Rolle. So, und das kommt jetzt hier, wir haben es halt quasi in der Originalkonzentration gemessen. Normalerweise bei klassischen Geräten oder mit klassischen Setups muss man diese Produkte sehr stark verdünnen, um das zu messen. Das sind dann so Verdünnungen um die 1 zu 1000. Und das war halt am Anfang hier, sagte der Kunde zu uns, ja, okay, das kann ja nicht sein. Warum ist das auf einmal positiv oder jetzt negativ? Und wir haben es jetzt mal dann anhand einer gelben Tinte gemacht. Wir haben es auch nochmal an der blauen gemacht. Ich zeige jetzt hier sehr einfach halt halber nur nochmal die gelbe Tinte. Wir haben dann einmal eine von dem Kunden bekommene alte Tinte, die gealtert war und haben die gemessen in Originalkonzentration. Das war eine 15 Gewichtsprozentige Tinte. Und man sieht halt hier sehr schön, wir haben hier halt den größten Bereich so mit 180 Nanometer, aber man sieht auch hier nochmal einen Agglomerat-Peak, so um die 1,2 μ. Dann sind wir hergegangen, um das zu vergleichen und haben das Ganze verdünnt. Und dann sieht man schon, man sieht hier eine relativ monomodale Verteilung nur noch. Man kann hier noch erahnen, dass da was drin sein könnte als Agglomerat-Peak, aber das ist halt bei dem Verdünnen zum Opfer gefallen. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass das Zeta-Potential von plus 23 Millivolt auf ungefähr minus 48 Millivolt sinkt, weil wir ja nur 1:1 in Wasser verdünnt haben, was halt 90% der Kunden dann so tun. Und man sieht auch hier, die Leitfähigkeit ändert sich dementsprechend auch dramatisch. Das heißt, ich verändere komplett die Iodenzusammensetzung meiner Probe und bin dann gar nicht mehr in der Nähe des Originalen, wie ich es vielleicht einsetze. Und so kann es vielleicht zu Missinterpretationen kommen, wenn man halt zu stark verdünnt. Gleiches dann nochmal gezeigt, auch hier an einer neuen Tinte. Hier sieht man noch so vielleicht so einen ganz minimalen Agglomeratteil. Man sieht hier auch noch eine schöne Bimodalität ausgebildet von diesen beiden Tinten. Und wenn ich die dann 1:1000 verdünne, sehe ich diese Agglomerate gar nicht mehr, die eventuell mir dann doch meine Düsen verstopfen könnten. Und auch hier wieder das gleiche Bild mit dem Switchen des Zeta-Potentials von Plus nach Negativ. Das wird sehr wahrscheinlich damit zusammenhängen, aber dazu kennen wir jetzt die Probe natürlich nicht gut genug, dass sich eventuell der pH-Wert durchs Verdünnen ändert und wir so durch den isoelektrischen Punkt laufen. Das könnte auch erklären, warum man dann im Verdünnen oder dass man dann teilweise Sachen nicht mehr sieht oder eher sieht. Das sind halt solche Punkte, die man hat. Und wenn man sich das Ganze mal so im Vergleich anguckt, dann sehe ich hier, die Partikelgröße bleibt generell so im D50 relativ konstant, aber man sieht halt hier sehr schön in der Originalkonzentration alt und verdünnt alt, dass man halt hier so immer einen gleichen Verlauf hat zwischen Leitfähigkeit und Zeta-Potential, wenn man es verdünnt. Und das dann halt auch bei der neuen Tinte. Und hier auch nochmal die Überlagerung der Partikelgrößen für die verschiedensten Tinten. Was man auch mal gemacht haben, mal zum Vergleichen ist, viele haben natürlich auch statische Lichtstreuung im Labor oder benutzen statische Lichtstreuung für einen größeren Bereich. Und hier haben wir mal einfach einen Vergleich gemacht zwischen unserem Sync mit einem Bariumsulfat und zwischen der dynamischen Lichtstreuung. Und dann sieht man, wenn man in diesem Bereich ist, das waren jetzt so um die 130, 120 Nanometer Partikel, dass man dann halt auch sehr gut mit den Daten übereinstimmt. Wie gesagt, und was halt hier ist, zu unserem Sync nochmal abschließend zu sagen, es ist halt auch eine Laserbeugung. Wir haben hier drei Laser drin. Man kann wählen zwischen drei roten Lasern oder einem roten und
zwei blauen Lasern. Und in dem Fall hat man halt noch diesen sehr großen Vorteil, dass wir hier eine Kamera mit eingebaut haben. Und man kann dann relativ einfach hier dieses Dispergiermodul wechseln, einmal zu unserem Flow-Sync für die Nassdispergierung und zu unserem Turbo-Sync für die Trockendispergierung. Und genau. Hier sieht man das auch nochmal beides, wie es funktioniert. Hier sieht man einmal halt quasi, wie der Flow aufgebaut wird. Man hat hier noch einen Ultraschallsensor drin und das ist halt trocken, wie die Partikel trocken quasi über einen Staubsauger eingesaugt werden, mit Druckluft dispergiert werden. Und hier werden sie halt durch den Flow und durch den Ultraschall dispergiert. Und man kann dieses relativ einfach miteinander innerhalb von ein paar Sekunden wechseln. Kommen wir hier jetzt auch dann zum Abschluss des Vortrags. Hier nochmal so ein Überblick, in welchen Bereichen man überall messen kann. Natürlich pharmazeutische Industrie, Ernährung, in zum Beispiel auch Flüssigkeiten. Eine der ältesten Dispersionen, die man kennt, ist zum Beispiel Bier. Auch im Bier kann man Nanopartikel wiederfinden, so klassischerweise um die 300 Nanometer von den Proteinen, Gerbstoffen, Fullereen, was da so für den Geschmack und Farbe drin ist. Aber manchmal hat man auch recht kleine Nanopartikel drin, so um die 10 Nanometer. Und dann hat man diesen Effekt, dass man, wenn man die Bierflasche spontan aufmacht, dass die einem so entgegengesprudelt kommt, den sogenannten Gushing-Effekt. Da sind auch da Nanopartikel drin für verantwortlich. Man kann es natürlich Life Science, chemische Sachen, also kompletten Bereich Tinten, wie gezeigt, die klassischen kolloidalen Sachen, Polymerchemie, überall da, wo Nanopartikel vorhanden sind und in einer Flüssigkeit dispergiert sind, kann man messen. Zusammenfassend kann man jetzt dann noch sagen, wir haben halt den vollen Bereich für die Partikelgrößenmessung von 0,3 Nanometern bis 10 Mikrometern. Wir haben diese Konzentrationsbestimmung mit dabei, was halt recht von Vorteil sein kann oder vorteilhaft ist. Wir haben einen sehr breiten Konzentrationsbereich, den wir abdecken können, wie auch gezeigt, dass wir dann in opaken Systemen wie Tinten direkt und unkonzentriert, unverdünnt messen kann. Wir haben halt Größe, Seta-Potential, Molekulargewicht, alles zusammen. Wir haben diese Enhanced, ja sagen wir, oder ja, neuere DLS-Technologie, wo die sich selbst verstärken im Signal ist und dieses Sonnendesign, was einzigartig ist. Wir haben die flexible, so eine feste optische Aufbau, der nicht kaputt geht und auch recht stabil und robust ist. Wir haben halt, wie gesagt, dieses 180-Grad-Rückstreusystem. Wir sind relativ schnell im Messen, weil wir brauchen nicht erst einen Kumulanten-Fit und solche Sachen aufbauen oder eine Autokorrelationsfunktion. Wir können, wenn es sein muss, ein Ergebnis schon nach 10 Sekunden ausgeben, was natürlich dann zulasten der Statistik geht. Ja, und was wir halt machen, wir nutzen quasi die Fast-Fourier-Transformation anstelle der klassischen Photonen-Kollerationsspektroskopie, was halt viele Leute halt direkt mit der DLS in Verbindung bringen. Und damit bin ich auch am Ende und sage nochmal danke für Ihre Aufmerksamkeit und auch nochmal danke ans NMWP und Herrn Köster, die Möglichkeit, das hier präsentieren zu dürfen. Ja, vielen, vielen lieben Dank auch von unserer Seite für den spannenden Vortrag. Und interessanterweise sind die Fragen jetzt alle erstmal auf Englisch im Chat. Ich fange mal mit der ersten an. What is the minimum concentration of particles in an analyte? Ja, die Frage ist, sollen wir auf Deutsch antworten oder auf Englisch? Gibt es insgesamt irgendwie Präferenzen? Are there guests who can only understand English answers? What is preferred? Ich glaube, Deutsch ist in Ordnung. Gut, sehr alles schön. Klar. Also das ist natürlich auch so ein bisschen partikelabhängig. Wenn ich natürlich ein Gold-Nanopartikel habe, kann ich zu wesentlich geringeren Konzentrationen gehen, weil es eine viel höhere Streulichtintensität hat, wie wenn ich jetzt zum Beispiel zu irgendeinem Protein gehe oder ein Carbon-Nanopartikel, was halt das Licht absorbiert. Aber man kann so sagen, um die 20 ppm runter kann man ungefähr gehen, dass man dann als Richtlinie ein bisschen partikelabhängig. Mhm. Gut. Wow. Die nächste Frage. Is it possible to measure particle size of the Gelling solution with respect to the time and temperature using NanoTrack Flex Probe? If so, what is the maximum limit to measure colloidal Gelling solutions? Prinzipiell machbar. Jetzt die Frage ist, was ist damit an
maximaler Konzentration, meinen Sie manchmal jetzt klar, maximale Konzentration, Temperatur. Wir haben einen Temperaturbereich, den wir beobachten können, von 40 bis ungefähr 90 Grad. Was halt auch im wässrigen Medium meistens, wo man sich meistens aufhält, Sinn macht, weil sonst hat man schon wieder Bläschenbildung durch anfangende Verdunstung und so weiter. Oh, sorry. Diese Frage habe ich gerade gesehen von mir Englisch. Also die müssten wir leider auf Englisch beantworten. Ah, okay. Da war ich, sorry, das habe ich zu spät gesehen. Ja, kein Problem. Then I will switch to English. It's also not a problem. So that's a little bit dependent also what you want to see. Do you mean more the concentration, the temperature limits? So for the temperature, we have a range from 40 degrees C to 90 degrees C because we mostly work water-based. And then it with a flex, you can heat it up with an external unit. So you can use a classical magnetic steering heater plate to heat up the sample. And there you can use it very accurate. So that is principle possible, yes. Okay. And the maximum limit to measure colloidal galling solutions? 90 degrees. Yeah, 90 degrees C. Okay, good. Die nächste Frage ist jetzt wieder auf Deutsch. Okay. Kann man auch die Eigenschaften, sprich Länge, Durchmesser der von nadelförmigen Partikeln, zum Beispiel Nanotubes oder Nanorods, gleichzeitig messen? Wenn man Glück hat, ist ein bisschen immer natürlich auch davon so ein bisschen, ja, wenn man Glück hat, ja, und wenn natürlich auch das Längen zu Durchmesserverhältnis stimmt. Also wenn man Nanotubes hat, kann man schon mal sehen, dass man den Durchmesser als eine Partikelgröße sieht und die Länge als, also dass man so eine Bimodalität auch wieder rausbekommt. Und hiermit natürlich wesentlich eher wie mit einer klassischen DLS-Aufbau, da wir ja nur diesen D hoch 3 drin haben. Mhm. Ist natürlich auch immer eine Frage, wie schnell rotieren diese Partikel, wie schnell ist die Rotationsbewegung, weil sonst sehe ich hinterher irgendwann nur noch den Rotationsdurchmesser. Ja, stimmt, logisch. Aber prinzipiell auch, also man kann es mit ein bisschen Tricks und so weiter beobachten. Dann bei quasi nicht zu hohen Temperaturen. Genau, dann eventuell ein bisschen runterkühlen oder so. Mhm. Oder etwas die Viskosität erhöhen, das hilft auch schon mal. Gut. Als nächstes habe ich direkt vier Fragen. Und zwar, funktioniert die Auswertung mit FFT nicht auch mit klassischen DLS-Setups? Und wenn nicht, warum? Wir haben es noch nie anders ausprobiert. Wir nutzen halt diese Sachen. Oft ist es halt so, dass da dieses Signal-zu-Rausch-Verhältnis, glaube ich, eine große Rolle spielt, dass man dann da eher auf die Autokorrelation geht, um das zu bekommen. Und auch von dem Setup durch dieses Mischen, das ist dann, wenn eher möglich, wir könnten prinzipiell auch Autokorrelation nutzen, aber umgekehrt wird schwieriger durch dieses Homodyn und Heterodyn verfallen. Mhm. Okay, dann ist in diesem Fall die zweite Frage, man hat nur ein kleines Fokusvolumen nahe der Oberfläche, gibt es einen Einfluss der Nahwanddynamik der Teilchen? Nein, also da haben wir noch keine großen Sachen gesehen. Und man kann ja die Probe auch noch, wenn man dann auch noch möchte, die Sonde weiter tiefer eintauchen. Man kann ja auch da noch ein bisschen variieren. Und wenn man jetzt auch in der Küvette, kann man ja auch, je nachdem, wie hoch, wenn es sehr hoch konzentriert wird in der Küvette, muss ich ja auch schon sehr nah an der Wandung von der Küvette fokussieren, um überhaupt noch streulich zurückzubekommen. Mhm. Ja. Dann ist die nächste Frage, wie stark ist der Einfluss, wenn man Fluoreszenzenmaterial untersuchen möchte? Das hat bei uns in dem Setup gar keinen Einfluss. Dadurch, dass wir in dieser 180 Grad Rückstreuung sind und mit dem 780 Nanometer Laser, den wir verwenden, sind wir da außen vor, was Fluoreszenz angeht. Ich weiß, dass man teilweise für DLS dann Fluoreszenzfilter einsetzen muss, die dann halt zu Streulichteffekten führen, die quasi das Ergebnis verfälschen. Da sind wir komplett frei von mit unserem optischen Setup. Okay. Dann die vierte Frage ist, inwiefern kann man CNTs oder Graphenflakes mit DLS untersuchen, beziehungsweise bietet die Software von Microtech die Möglichkeit, die Dimension dieser Strukturen zu approximieren? Das ist, glaube ich, das Gleiche, was wir vorhin schon mal gesagt haben, so ein bisschen mit dem Rotationsdurchmesser und mit der Rotationsgeschwindigkeit. Je nachdem, wie groß diese Sachen dann sind und werden, wird sich da natürlich eventuell eher die dynamische Bildanalyse kombiniert mit der Laserbeugung anbieten, weil mit der dynamischen Bildanalyse kann ich ja noch bis zu 30 Formfaktoren machen. Allerdings brauche ich dann natürlich größere Partikel, das fängt so ab 3 μ an, dann kann ich die Bildanalyse auch mit benutzen.
Das wird wahrscheinlich bei Graphenflakes nicht so greifen, Weniger, oder? genau, Das aber wird. im Prinzip, das wäre noch eine Möglichkeit dann. Aber wie gesagt, da könnte man eventuell auch wieder Länge, Durchmesser oder sowas zueinander sehen, wie bei den Carbon-Nanotubes auch. Habe ich jetzt so noch nicht ausprobiert in der Form, aber das wäre dann halt auch eine Möglichkeit, dass man halt so Dicke eventuell sieht. Da muss man auch gucken, wie die streuen und wie groß die sind und wie groß Durchmesser zu Dickenverhältnis sind und solche Sachen. Ja, gut. Dann habe ich noch die Frage, kann man mit dem Setup auch doppelbrechende Materialien messen? Prinzipiell ja, das stört uns gar nicht, weil der Brechungsindex bei uns auch in dem Setup keine große Rolle spielt. Normalerweise bräuchten wir geben ihn mit ein, ja, aber für wenn man die intensitätsgewichtete Partikelgröße sich anguckt, spielt der Brechungsindex bei uns gar keine Rolle durch die 180 Grad Rückstreuung. Gut. Das waren jetzt erstmal die Fragen im Chat. Wenn Sie weitere Fragen haben, einfach Hand heben oder in den Chat tippen, dann lese ich die alle gerne vor. In der Zwischenzeit habe ich auch noch mal eine Frage. Sie haben gesagt, Sie Ja. sind schnell. Wie schnell? Wie viel schneller als andere? Das hängt natürlich immer davon ab, was habe ich monomodal oder bimodal oder trimodal. Und wie gesagt, wir haben immer ein Ergebnis fix. Zum Beispiel, wenn ich in der Software vorgebe, 30 Sekunden Messzeit, habe ich immer nach 30 Sekunden mein Ergebnis. Egal, welche Bandbreite, wie breit die Verteilung ist. Das gebe ich halt in meiner SOP dementsprechend vor. Und das Minimum, was man machen kann, sind 10 Sekunden. Allerdings muss man da halt dann auch darauf achten, das geht oft dann zulasten der Statistik. So in der Regel, wenn ich klassischerweise eine unbekannte Probe messe, fange ich erstmal mit 3x30 Sekunden an und bilde aus diesen 3x30 Sekunden dann einen Mittelwert. Aber ich sehe auch alle drei Einzelmessungen, kann ich mir auch jeweils angucken. Wobei man dann ja sagen könnte, wenn Sie jetzt zum Beispiel in einem Produktionsprozess messen wollen, dann könnten Sie auch sagen, Sie machen kürzere Zeiten, aber dafür Genau. eine Messung nach der anderen und interpolieren Genau. immer weiter. Richtig, das ist. Dann würde ja eine weitere Zeitersparnis oder eine weitere Richtig, Beschleunigung ja stattfinden. Und genau, trotzdem das. haben Sie am Schluss dann doch wahrscheinlich trotzdem ein ganz gutes Ergebnis, oder nicht? Richtig, das kann man dann so machen. Das ist immer aber auch so ein bisschen, was möchte ich sehen, abhängig. 90% der Anwendungen sind ja schon, ich nutze es quasi im Labor auf dem Eine reine Tisch. Analyse und nicht die Genau, Nanopartikel im Bier. richtig, da ja, genau. Auch da ist es halt oft eine Tischanalyse, weil viele machen sich gar nicht so die Gedanken, dass DLS überhaupt online oder inline-outline richtig funktioniert. Dadurch, dass es halt mit unserer, weil diese Sonde ist halt recht einzigartig und dadurch klappt das dann halt. Damit habe ich halt diese Möglichkeiten. Und dann noch in der Verbindung mit diesem Flowguard, dass ich halt auch in bewegten Medien messen kann, was ja nahezu eigentlich unmöglich für DLS ist. Wahnsinn. Okay, gibt es weitere Fragen? Dann würde ich fast vorschlagen, Herr Hagmeier, ich kann ja Ihren Kontakt nochmal, ich würde nachher nochmal Sehr eine Rückmeldung gerne. verschicken, ich werde Ihren Kontakt da nochmal reinkopieren und wir haben ja eh vor, dieses Webinar wieder zu veröffentlichen. Genau. Ach, genau, eine Frage, eine gute Frage, die ich tatsächlich in einem Vormeeting auch schon mal hatte. Könnte man auch Pulver messen? Nur dispergiert Nur in einer dispergiert. Flüssigkeit. Mit dem Sync könnte ich die Pulver auch trocken messen, aber nicht mit dynamischer Lichtstreuung, weil ich da ja keine Brownsche Bewegung habe. Wäre das mit dem Sync denn dann mit denselben Partikelgrößen auch möglich? Wir Oder können also ist trockene das. Pulver so ab 240 Nanometer messen. Das ist so die unterste Grenze, so 300 Nanometer und dann halt bis 4 Millimeter rauf, wenn man die Kamera mit nutzt. Gut. Weitere Fragen? Gut, ansonsten, wie schon gesagt, dann bedanke ich mich Ja. nochmal für den spannenden Vortrag. Die Kontaktdaten werde ich nochmal in der E-Mail rumschicken. Plus, wir werden natürlich diesen Vortrag auch noch veröffentlichen. Das heißt, den Link und auch die Folien bekommen Sie dann alle noch, sodass auch wenn im Nachhinein nochmal Fragen entstehen oder man vielleicht noch andere Kontakte hat, die es vielleicht interessieren könnte, dass man dann dieses Material noch weiter nutzen und sich anschauen kann. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hagmeier, für den spannenden Ja. Vortrag und für Ihre Zeit und auch an all die Gäste heute für die Fragen und für ihr Interesse, trotz des guten Wetters und obwohl die Gastronomie wieder geöffnet hat. Ich sage auch nochmal vielen Dank und auch ans ganze Plenum nochmal fürs Zuhören. Und ich hoffe, es war nicht allzu langsam und zu langweilig und zu theoretisch. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, melden Sie sich auch direkt gerne bei mir, gar kein Problem.
Gut, sehr schön. Wir haben übrigens das nächste Webinar, wird erst am 1.7. stattfinden. Da wird das Thema Mikro- und Nanoplastik mit modernsten Techniken auf der Spur sein. Also grundsätzlich sehr, sehr themenverwandt, würde ich sagen. Und vielleicht haben Sie da auch Interesse dran. Dann vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.